not sure yet, but I just know this is what those Clairvo guys are after. There must be something of great value to them here. Solomon's riches, perhaps? And since they've been digging in the wrong place, I propose we'll beat them to it. Let's keep exploring. Ja, und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Adam's Venture. Ja, let's keep exploring. So, wo ruder ich hin? Schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, wo wir aufgehört. Ah ja, wir waren ja hier irgendwo. Ich spring mal runter. Zack. Wir waren irgendwo hier in so einem Tempelchen gefangen. Oder reingeraten. Und wir müssen mal... Ach ja, stimmt. Wir haben hier beim letzten Mal... Ach, huch. Alter, habe ich mich jetzt erschrocken. Mach doch nicht so was mit mir. Oh Gott. Wir waren beim letzten Mal... Stimmt. Wir waren beim letzten Mal... Hatten wir das Rätsel hier. Hä, wieso bin ich denn hier? Ich habe doch hier letztes Mal aufgehört. Hier vor. Wir müssen das hier noch, glaube ich, lösen. Der fehlt ein Hebel. Something's missing here. Hm, etwas fehlt hier. Okay, kann ich gucken, wie kann ich nochmal... Achso, rennen, ja. So, so kann ich rennen. Er lehnt sich ja grandios in die Kurve. Kurve. So, wo finden wir denn den Hebel? Aber von hier bin ich gar nicht... Hä? Ich... Warte mal. Huch. Sie steht hinter der Leiter. Ich weiß gar nicht, warum. Wo... Wieso bin ich denn hier gespawnt? Ich hab doch... Hä? Ich hab doch beim Rätsel aufgehört. Was ist das denn hier? Okay. Wie gut, dass gerade bei mir die Sonne reinscheint und ich... Okay, von hier kam er. Deswegen, er hat das hier gespeichert. Ach ja, ist ja interessant. Aber ein Hebelchen da drüben sehe ich nicht, oder? Ich ruder mal eben rüber. Juhu! Nee, hier sind nur Planken am Liegen. Und hier ist ein Spinnennetz und da... Okay. Gut, hätte ja sein können, dass hier irgendwie was liegt. Ich schaue mich nochmal ein bisschen um. Okay, nein. Nun gut, man weiß ja nie, ne? Kann ja sein, dass... wo ist denn jetzt auf einmal wieder hin? Na, egal. Ich vermute mal, dass wir das Rätsel nicht lösen können, solange wir den Hebel nicht haben. Also denke ich mir mal. Ich probiere trotzdem mal mein Glück aus. Was kann ich denn... Wir müssen nach drüben. Was passiert denn, wenn ich dem... Ah, ja. Mhm. Wir müssen ja irgendwo... Wir müssen ja irgendwo anfangen. So, jetzt komme ich schon mal da unten lang. Was passiert, wenn ich das hier... Ach so. Was ist hier? Ganz hinten kommen wir natürlich... Wir können ganz hinten natürlich nichts tun. Okay, da bewegt sich auch das. Okay, ist ja interessant. Das Problem ist dabei einfach nur, uns fehlt der Hebel. Der Hebel, der Hebel, der Hebel. Ich probier mal eben. Hä? Was denn jetzt? Oh no, just what we need. Lol. Don't worry. I'll find a way. I'll find a way. Aber wo ist der fucking Hebel? Wo ist sie denn hingegangen? Sie stand schon die ganze Zeit unter der Leiter. Ist hier ein Hebel am... Huch. Das sah aus wie ein Hebel, aber das sind nur irgendwelche Stangen. Ja, Stange gesagt. Einfach so. Ich hoffe, ich finde hier irgendwo ein Hebelchen. Ah, hier ist sie lang gegangen. Natürlich, sie kann ja auch nicht... Sie kann ja auch für keine 5 Pfennig, kann sie hören. Und auf uns warten. Ach, da liegt der Hebel. Ah, okay, wir müssen erstmal dahin. Gut, das haben wir ja. Das heißt also, wir können das Rätsel doch lösen. Ich gehe mal hier lang. Lalalala. Aber was ein geiles Rätsel. So, aufnehmen. There it is. Da ist es. Yeah. So. Dann gucken wir mal. Wir, denke ich mal, können jetzt einfach hier einsetzen. Zack. Jawohl. Jetzt können wir nämlich auch die hintere Plattform... Ach so, damit bewegen wir Mitte und links. Ach du heiliger Strohsack. Oder? Ach nee, doch nicht. Ah ja. Okay, warte mal. Ich mach das mal so... So. Dann kommen wir schon mal da. Ja, das müsste... Warte mal. Wie weit kommen wir denn jetzt? Ich habe den Überblick verloren. Trotzdem probiere ich es jetzt gerade mal aus. So, warte mal. Lalalala. Nur nicht runterfallen. So. Ja, das sieht gut aus. Aber ich glaube, das passt sogar schon, oder? Kann das sein? Hey, das funktioniert schon. Juhu. So schwer war das jetzt nicht. Mr. Souverän ist wieder unterwegs. So, mal selber loben. Ja. Das Spiel speichert. Hui. Zack.
So, dann bin ich mal gespannt, wo wir jetzt langkommen. What was that? I thought after Eden we moved past the whole collapsing cavern thing. I think the Clairvaux engineers didn't get the message and started using dynamite to expose this place faster. We should hurry. Ah, wir müssen uns beeilen. So, hier können wir jetzt nur uns rüber schwingen. Schwing dein Ding. Das machen wir mal. Hui. So. Und weiter geht's. Im Tempel der Alten. Also, keine Ahnung. Irgendwie so wird er wahrscheinlich heißen. So, wo geht's denn jetzt? Hallo? Hier ist dunkel. Hier ist Spidey. Was, Spinnchen? Willst du mich verarschen? Hör auf damit. Ich hasse Spinnen. Hör auf damit. Ich will das nicht. So. Ich hasse Spinnen. Und jetzt werden viele Männer sagen, stell dich so an. Du bist ein Lappen. Ja, und ich hasse halt Spinnen. Ah, okay. Ah, ja. Interessant. Ein weiteres Kletter und... Was kann ich denn da machen? Juhu. Was? Ziehen? Zum Ziehen wiederholt drücken. Achso. Oh, wie cool. Ah ja, okay. Okay. Wir mussten also, glaube ich, erstmal hier lang. Also vermute ich mal. So, Spiel speichert. Das ist immer ein gutes Zeichen. Zumindest in diesem Spiel. Bei Horrorspielen wäre das nicht so gut. So. Zack. Lalala. Es geht nach unten. Geräuschlos. Ich habe das mal synchronmäßig nachvertont. So. Adam. Was kann ich mit dem Hebel machen? Kann ich sie befreien? Ja. Hallo. Die quatschen nicht. Okay, ich dachte, die quatschen wenigstens. Was haben wir hier? Eine ominöse Tür und ein kniffliges Rätsel. By the way, when we were listening in on the Clairvaux, why do you think that mischievous manager said we mean absolutely nothing? That's still bothering you, is it? I'm guessing our Eden adventure was just a tiny part of a much greater scheme. Well, opening this door is just a tiny part of our much greater scheme. And there's absolutely nothing Mr. Arrogant can do about it. Mhm. Das war ja einfach. Das ging einigermaßen. Das hätte ich mir jetzt schwieriger vorgestellt. Why anyone would want to use such a curious door mechanism is beyond me. But never mind. Cool. Onward, Evelyn. Evelyn. Evelyn wants to play. So. Ah ja. Der ominöse AV. Ladebildschirm. Ich enthalte mich meiner Stimme. Ihr könnt euch selbst überlegen, was das bedeuten könnte, AV. Wahrscheinlich alle Veganer oder so. I was right. Look at those painted walls. Salomons Thronsaal. We are indeed standing in Solomon's palace. Well, of course we are. Figured that one out hours ago. It took you a while longer, but it's all right. It's all right. Who do you think? Perfectly all right. I'm the brain and you're the looks. Nothing wrong with that. Oh, you'd be surprised just how much is wrong. Just when I thought you were starting to... Oh, forget it. You're on your own. Oh, come on. I meant it as a compliment. Where are you going? Where are you going? Oh, hier kann man irgendwas machen. I need fire. Fire! Das kann ich... Doch, geht. Juhu. Mhm. Ah, cool. Da geht das also an. Ah, interessant. Kann das hier oben auch irgendwie an? Kann man das irgendwie anzünden? Ach, jetzt geht alles an, oder was? Ach, geil. Okay, ich dachte, ich habe irgendwas getriggert jetzt. Außer jetzt das Licht.
Da hinten ist eine komische Tafel. Ich habe Angst, was uns da erwarten wird. Wir schauen mal. Oh Gott, was ist das denn? Ach du heiliger Schronsack. What the fuck? Was? Oh Gott, was ist das denn für ein Rätsel? Oh, warte. Ach du heiliger Strohsack. Kreis mal Stern plus Stern ergibt PlayStation-Tasten. Und Viereck mal Viereck ergibt ein Viereck. Und Viereck mal Pyramide ergibt auch... Oh Gott. Ich schnall's nicht. Warte mal, haben wir den Kreis? Der Kreis ist hier, ne? So, Kreis mal Stern. Aber das kann ja nicht sein. Plus Stern. Aber, hä? Was muss ich denn hier machen? Ich bin gerade ein bisschen über... Ich bin gerade ein wenig überfragt. Ich schnall gerade den Sinn nicht. Also hinten ist natürlich 3, 4, 5, 6. 6 steht auf diesen... Ach, warte mal. 6 steht auf diesem Symbol der PlayStation-Tasten, ne? Wenn es das richtig ist. Wenn ich das jetzt gerade überlege. Was... Warte mal. Könnte denn das sein, dass wir das... Das wäre ja so mal... So plus so. Mal Viereck. Oder? Plus drei gleich Dings. Ne, das ist falsch. Ich bin etwas überfragt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich bin ein wenig überfragt. Ich, huch. Oh nein. Ernsthaft? Ach nee, doch nicht, ich wollte schon sagen. Weil ich bin gerade nebenbei, entschuldigt bitte. Ich bin gerade nebenbei, Ich bin gerade nebenbei Resident Evil noch am Hochladen. Also die VR, Let's Play folgen. Und ich habe gerade gedacht, dass ich das Fenster geschlossen habe beim Hochladen. Das wäre mir sehr peinlich. Also, die letzte Folge ist hochgeladen. Das heißt, ich kann die jetzt hinzufügen zur Playlist. Aber ich mache das mal eben hier im Let's Play. So, zack. Und dann habe ich das auch schon. So, fertig. Ja, boah, puh. Tja, wie... Das ist doch normalerweise eigentlich nur so eine mathematische Rechnung, oder bin ich jetzt ganz plemplem im Kopf, oder meine ich das nur? Ja. Das mal das. Boah, das ist aber nicht easy going. Also Viereck und Viereck ergibt quasi hier oben das Dreieck, andere Viereck.
Wir müssen ja irgendwie auf da hinten auf die Zahl kommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Symbole haben wir. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Zahlen. Warte mal, dann sind das doch Zahlen. Die Symbole sind die Zahlen, oder? Oder irre ich mich da jetzt? Wenn ich von unten nach oben gehe, ist 1, 2, 3, 4 ist quasi. Dann ist 4 das PlayStation-Logo da oder die PlayStation-Tasten. Die ähnlichen PlayStation-Tasten. Also 4. Das heißt. Nee, warte mal, kann ja da nicht sein. Oder? Nee, ist ja 5 da oben. 3, dann wäre 3 mal 5 plus 5. Ist ja Quatsch. Das Dreieck ist ja dann 1. Vor allem unsere Aufgabe ist auch geil, die oben steht, finde Evelyn. Finde ich gerade sehr klasse, muss ich sagen. Boah, puh.